kleiner Schatz. Das Geistige zu verteidigen ist eine schwere Bürde, denn seine Gegner sind stets zahlreich und in der Überzahl. Das Geld fließt immer auf ihre Seite und sie schreien laut und halten ihre Meinung für die einzig wahre Zahl. Es ist langweilig, das Ungeistige anzugreifen, denn es triumphiert in seiner Geistlosigkeit und Lächerlichkeit. Der Sufi lockt und verführt Männer und Frauen, der Dummkopf baut seinen Körper auf und fühlt sich dabei groß und stark. Der Weise spielt mit Worten und ihrer Koketterie, der Liebende löst sich auf und verschmilzt mit der unendlichen Harmonie. Aber denk dran, Little Darling, es gibt immer einen Weg, das Geistige zu verteidigen, auch wenn es manchmal schwer erscheint. Behalte dein Herz auf der richtigen Seite und lass dein Denken sprechen, denn am Ende des Tages wird die Wahrheit siegen und das Geistige sich rächen.